Der beliebte Münchner Schauspieler, einstiger Derek Starr und beliebter um Himmels willen Antagonist Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Laut Informationen der Bild ist er am Montag um 9.45 Uhr friedlich im Hospiz eingeschlafen. Sein Anwalt und Freund Norman Sinek bestätigte dies inzwischen Weppers Tod gegenüber der deutschen Presseagentur, dpa. Der durch bereits viele Vorerkrankungen gezeichnete Körper des Schauspielers hatte offenbar nicht mehr die Kraft, weiterzumachen. Bereits vor einigen Wochen habe sich der Künstler in ein Hospiz begeben. Medikamente soll er in den letzten Tagen bereits keine mehr erhalten haben. Die letzten Jahre waren kräftezehrend für den 82-Jährigen. Hautkrebs mit Metastasen, Not-OP wegen eines Tumors in der Bauchgegend, seine künstliche Herzklappe und nicht zuletzt eine Blutvergiftung. Die ihm 2011 fast schon das Leben gekostet hätte. Davon hatte er sich wohl nie wirklich erholt. Emotional wurde er zusätzlich hart getroffen, als sein drei Jahre jüngerer Bruder, der ebenfalls bekannte Schauspieler Elmar Wepper, 79, zwei Münchner in Hamburg, am 31. Oktober 2023 völlig überraschend verstarb. Die beiden standen während ihrer Karriere mehrfach auch gemeinsam vor der Kamera. Beispielsweise in dem Film Eine verrückte Familie von 1957, bei Gastauftritten wie in den Fernsehserien Der Kommissar, Folge 71, 1974, sowie natürlich in der 17-teiligen Serie Zwei Brüder. Harry, Fahr schon mal den Wagen vor. 347 mal Kultrolle. Während Elmar Wepper auch feste Rollen als Synchronsprecher hatte, beispielsweise war er die deutsche Stimme von Mel Gibson, 68, Matt Max, Was Frauen wollen, stand Fritz Wepper vergleichsweise seltener in den Synchronstudios. Er konzentrierte sich fast ausschließlich auf das Schauspiel und erlangte schon früh internationale Aufmerksamkeit als Albert Mutz in dem mehrfach ausgezeichneten Antikriegsfilm Die Brücke von 1959. Die ganz große Popularität schaffte er durch die Rolle des Harry Klein, die er sowohl in der Serie Der Kommissar, 66 Folgen, als auch in Derrick, 281 Folgen, verkörperte. Jahre später sollte der, tatsächlich so nie gesagte, Satz, Harry, fahr schon mal den Wagen vor zu einem popkulturellen Phänomen und Internetmeme werden.